immer ihre Grafik und alles weiter hochballern und Spiele immer teurer werden, aber die Leute, die Target Audience, also die Leute, die das Zeug ja kaufen und die das Zeug ja spielen sollen, die haben ja bald gar kein Geld mehr, um sich überhaupt das Equipment zu leisten, um ein Spiel zu spielen. Dann bringt's nicht viel, wenn man das Zeug immer teurer macht. Weil wenn ich irgendwann mal einen 5.000 € PC brauche, um ein Spiel zu spielen, dann werde ich mir wahrscheinlich niemals dieses Spiel bzw. diesen 5.000 € PC wegen diesem einen Spiel holen. Sicher nicht. Das ist irgendwie komplett fehlgeleitetes Denken, was sie da manchmal an den Tag legen, finde ich. So. Ich belle nicht. Oh Gott. Hallo. Ups. Oh, falsche Zauber. Obwohl, nee, war richtig, ne? Ich hoffe, dass du so. Schuss. Alle betäubt da oben, oder was? Oh. Ups. Ich muss mal ganz kurz weg hier. Nein, nicht, roll dich ab, roll dich ab. Gehen wir in euch schon wieder steil hier. Okay, der liegt. Ich bin da ein bisschen zu mutig reingeeiert wieder. Oh nö, und jetzt im Nachhinein fällt mir wieder auf, es waren mehrere Gegner auf einmal. Ich hätte die Dingens testen können. Die Alraune. Muss ich mal ausrüsten für die nächsten. Mensch. Aber die Gegner hier sind schon teilweise ein bisschen heavy, ne? Also hier geht's gut ab. Was haben wir denn hier noch Schönes? Florfliegen. Sammeln wir auf jeden Fall wieder ein. Da drin ist auch noch was versteckert. Wir gehen auch bald mal die Heiltränke aus, wenn es so weitergeht. So, ups. Bisschen zu weit gerollt. War hier noch was? Nö. Gut. Da unten ist noch was. Ah, hier unter mir ist auch noch irgendein Zelt oder irgendwas. Irgendeine so eine. Nee, das war ja da oben, wo ich gerade war. Ups. Alles gut. Ich kann die Karte wieder nicht lesen. Also nichts Neues. So. Hier hätten wir wieder mehrere Gegner. Wenn ich es richtig anstelle. Seinen Kopf auf den Schultern wenden. Aufgabe erledigt. Sehr schön. Oh, die sind halt Stufe 20. Jetzt fällt mir das auf. Das ist halt nicht die allergeilste Idee wahrscheinlich. Ups. Jetzt habe ich meinen Confringo voll an ihm vorbeigeschossen. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Das klang ein bisschen schmerzhaft, wie der da hinten gelandet ist. Ich kann die Florfliegen nicht sammeln. Cool. Ja, der ist jetzt hier ganz runtergefallen, oder wie? Ah, nee, sein Beutelchen liegt hier. Okay, cool. Sehr schön. Bisschen Kohle. Jetzt holen wir uns hier noch ein bisschen Crafting-Material. Das geht ja nicht hier. Warum auch immer. Haben sie gut dahin platziert. Also da vorne geht noch mehr Party ab. Da ist auch wieder ein Eingang zu irgendeiner Höhle. Sollen wir es riskieren? Ich hätte irgendwie schon Bock. Da ist aber gut was los. Und ich habe hier kaum Deckung. Schön. Ich muss noch irgendwas testen. Einen Donnerbräu, ne? Oder? Doch. Es hieß testen. Nicht kaufen, sondern testen, oder? Nicht, dass ich es jetzt verschleuder. Das waren die Ballons. Kräuterkundeunterricht besuchen, weil die Dinger haben wir abgeschlossen. Beschaffe und teste einen Donnerbräu gegen Gegner. Ja, testen wir mal. Hallo. Inferi müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um sie für andere Angriffe verwundbar zu machen. Au, okay. Aber... Ich habe meinen Donnerbräu getestet, ne? Confringo.
hoffe ich. Autsch. Oh, ich habe überlebt. Okay, cool. Ist noch ein so Dulli. Okay, cool. Hauch der Toten. Ach, von denen kriege ich das Zeug. Cool. Ja, das ist auch eine ziemlich nice Idee. Gegner, die man nur mit speziellen Zaubern besiegen kann. Habe ich jetzt geschafft? Ich habe nicht drauf geachtet vor lauter Kampf. Nochmal in die Aufträge spiegeln. Ja, kehre zu Professor Sharp zurück. Perfekt. Ja, perfekto. Jetzt müssen wir nur was mit den Ballons machen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dieser ersten Prüfung da. Die will ich unbedingt machen. Ich will unbedingt hier ein bisschen gucken, was uns da noch so alles erwarten tut. Hex, Hex. Sesam, öffne dich. Irgendwie sowas geht nicht. Ja, dann gehen wir weiter. Ich merke schon wieder, ich bin hier viel zu lang. Wieder von viel zu vielen Dingen abgelenkt. Ja, ob ich es heute in dieser Aufnahmesession noch zu Professor Feige schaffe, wage ich zu bezweifeln. Hallo. Okay. Ja, Gegner auf höherer Stufe sind schwerer zu besiegen. Hat man gesehen gerade. Ja, definitiv. Den, ich weiß nicht, warum es den gerade so aus dem Leben geballert hat, aber ich nehme es dankend an. Ich habe, glaube ich, noch einen gehört irgendwo. So. Schließe Duellleistungen ab. Eine von 10. Okay. Haben wir Level up? Fast wahrscheinlich. Sind wir jetzt schon wieder im verbotenen Wald? Sind wir durch den Hintereingang rein? Sieht auf jeden Fall ziemlich verboten aus hier. So. Was haben wir hier? Links wartet wieder irgendwas auf uns. Was ist da? Wilderer Spurensucher. Komm mal her. Burn, Baby, burn. Und raus mit dir. Gut, hätten wir geschafft. Lecker Blutegelsaft. Was bist du? Ein Mondkalb? Hallöchen. Oh, seht ihr cute aus. Wie so Giraffenmeerschweinchen. Oha. Krass. Achso, ich habe den Bau von denen gefunden hier, ne? Wahrscheinlich. Bleibt mal da, ich will euch nichts tun. Blutegelsaft, hier liegt noch mehr Blutegelsaft. Sehr schön. Was haben wir hier? Kann ich nicht öffnen. Ach, da ist so ein Dings drin. Knuddelpummel. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Ja. Die kleinen Wattebällchen mit Augen. Kröterich. Hier geht's wieder spacey ab, Mensch. Oh oh. Ach, das sind Spinnen. Ich dachte gerade, was eiert da vorne ein Viechzeug rum. Oha. Okay, wir sind anfällig gegen Feuer. Hätte man sich aber bei Spinnen wahrscheinlich auch gleich denken können, ne? Oh, da unten ist Zeug. Ups. Ups, ups, ups. Wir wahrscheinlich eh von allen Seiten angegriffen gleich. Gehe ich mal stark davon aus. Hör auf da oben. Was hat mich gesehen? Hä? Ach so, da oben. Ah ja, cool. Nehmen wir mit. Hä? Kreuzspinnenboote. Okay. Ja, hier ist doch noch was zum Suchen in dem Säckchen, oder? Oder geht das wieder nicht? Irgendwie will das nicht. Bin ich jetzt umsonst hier runter? Ist ja auch gar nicht ärgerlich. Hm. Aber hier liegt noch was. Spinnenfangzahn. Achso, ja, ich habe die Spinne hier gerade weggekloppt, ne? So, jetzt hüpfen wir hier mal wieder irgendwie querfeldein hoch. Hier war nämlich noch was. Von der Spinne. Ja, also heute habe ich irgendwie kein Glück mit den Items, ne?
Wo hängt die denn rum da oben? Rebellion. Irgendwo ist hier doch noch ein Gegner. Mensch, Mensch, Mensch. Schon das dritte oder vierte Item, das ich nicht aufheben kann, also heute. Schade. Schade drum. Naja. Wird wahrscheinlich Gold gewesen sein, gehe ich stark davon aus. So, weg mit dir. Ich habe bei Crackpot schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Ich auch nicht. Ach stimmt, der Confringo war ja jetzt auf Fernkampf, ne? Der war ja nicht mehr so nah. Da kann ich ja auch so reinrotzen damit. Habe ich schon fast wieder vergessen. Gut. Sind wir hier falsch? Ja, hier sind wir falsch. Egal. Hier gibt's noch Zeug. Diese Wilderer, ey, guckt euch das mal an. Ein Haufen, Haufen Zeug hier. Damit kann ich irgendwas machen. Confringo! Levioso! Accio! Lumos! Revelio! Reparo? Bringt mir da wahrscheinlich aber auch nichts, ne? Lumos? Reparo? Repar. Nö. Dann nehmen wir wieder den Lumos. Oder? Ne, das ist ja nur für den Umbau. Die Verwandlungszauber. Komisch. Revelio. So, weiter geht's. Was haben wir da unten wieder? Überall sind hier Gegner unterwegs, ey. Wir gehen hier ab. Achso, da unten ist Spinnennest. Da will ich nicht unbedingt hin. Bin ich nicht so scharf drauf. So, was haben wir hier Schönes? Hier haben wir eine ziemliche Großveranstaltung, so wie es ausschaut. Machen wir das Netz kaputt hier. Oh Mann, ey. Warum tue ich mir das an? Achso, hier ist nichts. Spiders. Was war das jetzt? Wurde ich vergiftet? Nee, oder? Doch, wurde ich. Euer Ernst, oder was? Nervensäge da hinten. So. Geh raus mit euch. Was macht die eigentlich da für Actions? Hallo? Okay. Ja, dann lassen wir dich am besten mal deinen... Hast du Trackball freigelassen, oder? Das war ein großer Fehler. Was? Was willst du von mir da hinten? Hypotheco! Stufo! Accio! Confringo! So, raus mit euch. Upp. So, weg mit dir. Schleudere einen brennenden Gegner mit Depulso in einen anderen. Als Duellleistung. Cool. Müssen wir uns merken. Hier ist jetzt irgendwo dieser komische Speer. Der hat mich da von der Seite angelabert. Wo hockt der denn schon wieder? Hier haben wir auch noch was. Kommen wir da hoch? Können wir, oder? Achso, ich kann von hier schon sammeln. Okay, gut. Also in das Spinnennest da unten gehe ich sicher nicht rein. Ups. Ah, guck mal an. Hallöchen. Oh, ihr seid mehrere. Ich laufe einfach mal mit euch mit. Was zur Hölle? Der Arme kriegt ein Stupor ins Gesicht, weil sein Kollege mich angreift. Naja. Cheaten recht.
So. Schön. Schleudert das dem dann in die Birne da. Mal ein bisschen näher hier. Und weg. So, schön. Hätten wir geschafft. Danke für die Hilfe, Leute. Immer wieder gerne, ne? So, hier gehen wir definitiv nicht runter. Mega-Power-Trank nehmen wir mit. Sehr schön. Da oben haben wir noch eine Prüfung. Aber habe ich überhaupt noch genug von diesen Blättern? Ich weiß es gerade nicht. Schwierig zu sagen. Wir können ja mal gucken. Was seid ihr? Normale Leute. Also ich bin wieder aus dem Wald raus, ne? Hier ist jetzt wieder alles ein bisschen humaner. So, mal gucken, ob ich die Prüfung machen kann, ob ich da noch genug Zeug dabei habe dafür. Wenn ich überhaupt einen Weg nach oben finde. Okay, ich habe einen Weg nach oben gefunden. Sehr schön. So. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ja, genau, Malvenkraut. Habe ich noch? Ich habe noch, so wie es ausschaut. Gut. Hier ist noch ein Kischle. So, was hast du zu bieten, Freund? Okay, ein Rätsel mit diesen Steinsäulen. Werden wir gleich angucken. Ich wollte noch hier wieder umstellen auf irgendwas anderes. Machen wir mal den chinesischen Kaukohl. So, was muss ich mit euch machen? Muss ich das runterschießen hier oder nicht? Revelio. Levioso. Accio. Komm, trink. Oder ist das ein Hüpfrätsel? Revelio. Weil da steht so eine Kiste verdächtig vorne dran, ne? Aber kann ich da überhaupt von dem Stein zum nächsten hüpfen? Ach, guck an. I did it. Also noch nicht ganz, nur ein bisschen bis jetzt. Jetzt muss ich von vorne anfangen, oder? Schön. Ich hätte nicht so weit springen müssen. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach laufen können. Ja, ich hätte einfach laufen können. Oh Mann, come on. Hör doch auf. Lurch. So, nochmal. Aller guten Dinge sind drei. Ein bisschen mehr Zeit lassen vielleicht, wäre auch ein guter Tipp. Oder wir haben plötzlich nur noch 5 FPS und fallen runter. Schön. Nochmal. Menschenskinder. Das kriegen wir heute schon irgendwie hin, keine Angst. Ich bin guter Dinge. Perfekt. Mich nicht klein. Nice. Gott sei Dank. Geschafft. Ach ja. Merlins Prüfungen. Ja, eine habe ich ja schon mal kaputt gemacht. Da müssen wir irgendwann mal gucken, ob wir die nochmal machen können. Gut. Revelio. Sehr schön. Hier ist aber immer noch was drunter. Levioso. Accio. Ich weiß nicht, wie ich da drankomme. Oh, da ist eine Schnellreise, die sollte ich vielleicht auch mal aktivieren. Falls ich nochmal irgendwie hier hoch muss. So, Sumpf an der Nordfurt. Was ist jetzt da los? Achso, das war die Ding, die mit mir geredet hat. Von wegen Hallo. Ja, da passiert sicher nichts. Schmeiß nochmal so ein Ding hier rein. Wenn wir gucken, wie das eskaliert. Oh. Voll ins Gesicht, ey. An die Birne. So, komm zu mir, Freund. Und burn, baby, burn. Was zur Hölle war das gerade? Ach so.
Hab grad dezent Angst bekommen. Es sieht nicht gut aus für dich. Doch, pass auf. Idioto, Protego! Du komm, komm, trink! Idioto! Akio! Komm her! So. Mensch. Aufgeräumt. Ich dachte gerade, fliegt jetzt da so ein Dementor rein oder ein Todesser oder was kommt da, ey? Übel. Revelio. Gerade ein bisschen Panik geschoben. Huh. Gut. Sehr schön. Das hätten wir erledigt. Also fast. Wo ist jetzt eigentlich das Huhn? Ich habe den einen in Huhn verwandelt. Ist er jetzt für immer ein Huhn? Ist das jetzt für immer sein Schicksal, weil er sich mit Horst Manfred Schweinswarz angelegt hat? Naja, selber schuld, hätte ich gesagt. Er hat mir gedroht. So, jetzt gehen wir aber endlich mal ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir müssen dann heute doch noch irgendwie mal noch irgendwo was Nützliches machen. Obwohl das da vorne auch schon wieder sehr verlockend ist, diese Wilderer da auszuschalten. Ja, ein bisschen looten und leveln kann nie schaden, ne? Hallöchen! Aua! Hat definitiv niemand gehört. Ein Amboss an die Birne!